Ja, meine Freunde, heute das Thema nach der Niederlage. Ich habe es noch eingeblendet. Egal welcher Trainer kommt, es müssen ganz klare Voraussetzungen und Ziele jetzt rausgegeben werden. Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Der eine oder andere wird den Zeitpunkt für völlig beknackt halten und ich kann das vollkommen verstehen. Ich erkläre euch aber auch, warum gerade jetzt das Ganze so immens wichtig ist. Ich möchte vorab eure Meinung in den Kommentaren sehen oder beziehungsweise schreibt es rein, mit welcher Erwartung seid ihr in diese zweite Saison gegangen? Schreibt ruhig ehrlich, wenn ihr sagt, ey Nico, ich sag dir ehrlich, ich wollte das vollkommen auf mich zukommen lassen und so weiter, kein Problem. Ihr wisst, was ich von Anfang gesagt habe. Ich habe von Anfang gesagt, wenn Leute gefragt haben, ey, steigen wir auf, wie sieht's aus, was haben wir für Chancen, habe ich immer gesagt gehabt, lass uns bis zur Winterpause gucken, wo wir stehen und dann eben ein Fazit ziehen. So, dieses Fazit werden wir auch noch ziehen in der Winterpause. Aber was man natürlich von Anfang an auch klarerweise gesagt hat, ist, dass wir oben mitspielen wollen. Das Problem ist nur, dass eine Aussage von uns Fans oder von vielleicht dem einen oder anderen Spieler eventuell. Aber mit Sicherheit ist das keine Aussage vom Verein. Denn vor dem Verein steht die ganze Zeit der Wiederaufbau vor allem. Dieser Wiederaufbau ist absolut für den Arsch. Diese Aussage ist absolut für den Arsch. Ja, klar, jeder versteht das. Kaderumstrukturierung und so weiter und so fort. Was wurde bei Schalke alles abgegeben? Nur mal gerade zum Vergleich zu unserem Mitabsteiger. Ja? So, was wurde da alles abgegeben und trotzdem ist das Ziel rausgegeben worden, Wiederaufstieg. So, egal, darum soll es gar nicht gehen, es soll gar nicht um andere Vereine gehen. Es soll einfach lediglich um uns heute gehen hier und auch mit dem, was ich sage. Ich finde das erschreckend, wie die Spiele mittlerweile laufen. Wir haben auch vor der ganzen Markus-Anfang-Thematik ein Auf und Ab erlebt, das sucht seinesgleichen. Also, Konstanz ist bei uns absolut fehlerhaft. Wir können festhalten, dass wir auch nicht mit der Ausrede kommen müssen. Trainerchaos und bla bla bla, das hat die Woche belastet. Völliger Schwachsinn. Vor dem Schalke-Spiel hatten wir nur 10 Stunden und haben es besser gebacken bekommen, als jetzt gegen Kiel mit einer Woche Vorbereitung. Wir haben ein anderes System gespielt. Eine Woche hat der Trainer Zeit, dieses System der Mannschaft beizubringen. Eine Woche den Leuten zu sagen, was habt ihr zu tun? Wie läuft dieses System ab? Stellt sich nach dem Interview dahin, der Brandt, und erklärt, es war keine Systemfrage. Niklas Füllkrug sagt wiederum, naja, es waren halt die ganzen Abläufe und so, es war schon was vollkommen anderes. Und kritisiert damit auch eben das System und sagt auch, er weiß nicht, ob das so clever war, wenn er vor die Woche das lief, dass das dann umzustellen. Naja, auch der neue Trainer, der kommt, kann ja durchaus das System umstellen. Das heißt ja nicht, dass der neue Trainer automatisch eine Fünferkette spielt. Kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Und auch da muss die Mannschaft dann reagieren. Und die Mannschaft muss auch das annehmen und funktionieren. Das System hat aber nicht funktioniert, dieses 4-2-3-1, weil von Anfang an unfassbar viele individuelle Fehler passiert sind. Wir haben es nicht geschafft, den Ball über 3 Stationen zu spielen. Das war zu viel. Das war schon zu viel für uns. Das ging nicht. Es hat einfach nicht funktioniert. So, die Jungs haben teilweise, du dachtest wirklich, wenn die den Ball haben, die hatten ja schon fast Angst irgendwie. Ich verstehe es nicht. Dinci, die ersten 3 Aktionen waren scheiße und noch viel beschissener. So, der kriegt den Ball nicht angenommen, bei dem anderen dreht er sich, verliert den Ball, bei dem dritten Aktion legt er sich vor, verliert den Ball. Bittencourt das gleiche in seiner ersten Aktion. Dann schaffen wir es trotz diesem beschissenen Start und diesem kuriosen Hin und Her da, Chancen uns rauszuspielen, wo man dann sagt, ah, okay, gut, wir können es ja eigentlich, offensiv auch, wir können es ja eigentlich. Spiel uns den Ball frei, Bittencourt auch frei vom Tor, schießt, alles, also wirklich, Chancen waren ja dann da. So, natürlich brauchen wir nicht drüber reden, dass wir jetzt da irgendwie Kiel krass an die Bank spielen oder so, absolut nicht, gar keine Frage. Kiel hat auch verdient gewonnen, also habe ich auch gestern schon gesagt. Aber was das Erschreckende ist halt, diese Aussagen auch nach dem Spiel, wie krass die einen einfach auch belasten, so, weißt du, dann
wird dann nach System fragen und sonst was gesucht. Ja, vielleicht war es falsch, das System zu wechseln. Aber wie gesagt, das kann auch ein anderer Trainer machen, dass es durchaus dann falsch ist. Oder dass man halt dann reagieren muss. Es kann aber nicht sein, dass auf einmal von jetzt auf gleich so viele individuelle Fehler passieren. Und ich will nicht Brandt in Schutz nehmen. Ich finde auch vieles fraglich, was er da gemacht hat. Ich habe es auch nicht verstanden, dass zur Halbzeit gar keine Wechsel waren. Denn die Formationsumstellung zur Halbzeit, die tat gut, in Anführungszeichen, die tat erstmal gut. Aber weil man da so einen gewohnten Ablauf reinbekommen hat. Dennoch hätte man auch da für mich ein bis zwei Wechsel ziehen müssen. Ich bin da einfach nur, wie gesagt, baff und erschreckend, wie dieses Spiel im Gesamten gelaufen ist wieder. Die Aussagen danach, die sind teilweise so anders, auch je nach Spieler und Trainer, was man sich auch angeguckt hat dann im Nachhinein. Ein Großteil der Fans ist sehr, sehr unzufrieden, hat man auch gestern bei dem Video gesehen gehabt. Es gibt immer zwei, drei, vier Leute, die dann zum Beispiel auch noch vom Schalke-Spiel waren und gesagt haben, verdient und weiß ich nicht. Das ist mir alles so scheißegal, ne? Das, was mich einfach extrem stört oder was mich so extrem belastet, deswegen bin ich hier auch so niedergeschlagen und sitze hier und laber hier vor die Kamera und schütte mein Herz, meine Seele aus und hoffe eigentlich einfach nur, dass vielleicht der ein oder andere das ähnlich sieht wie ich. Ist, dass unser Verein absolut zugrunde da geht. Denn auch Lücke sagt dann danach nochmal, das, was man halt zuletzt nur noch liest, über werden es alles negativ und hat kaum noch mit Fußball zu tun. Ja, aber davor die Wochen stand auch viel Negatives über Werder da und hatte auch mit Fußball zu tun. Das wird nur vergessen, das wird so verschleiert gerade. Was man auch sehen muss, leider, das ist nun mal so, durch diese ganze Problematik ist viel Chaos reingekommen. Das heißt eben auch, dass der Trainer, der jetzt kommt, und da kann ich Lücke und jeden Spieler verstehen, dass man da wieder Ruhe haben will, dass Ruhe einkehren muss und Klarheit herrscht. Absolut, bin ich bei jedem Spieler. Ich verstehe jeden. Aber der Trainer, der jetzt da kommt, muss mit dem allen auch umgehen können. Und jeder guckt dann auf wen. Man guckt auf diese Reaktion. Kommt diese Reaktion. Was wird das für ein neuer Trainer? Wird es Ole Werner? Kann Ole Werner überhaupt diesen Erfolg versprechen? So, kein Trainer kann ihm versprechen, also von vornherein versprechen. Man kann nur das Beste dafür geben. Klar, will jetzt auch nicht irgendwie auf Orakel oder so machen. Aber Ole Werner hat zuletzt auch bei Kiel, will ich sagen, versagt, aber ist gescheitert. So, und wir glauben, oder in Anführungszeichen, viele Fans glauben, okay, hat jetzt bei Kiel jetzt nicht mehr so funktioniert, jetzt kommt er zu Bremen und es funktioniert und wir spielen mit Aufstieg. Alles wird gut, wenn der Werner da ist. So Sachen liest du, wo du denkst, das ist völlig random. Es muss auch vom Verein erstmal eine klare Aussage kommen. Wir holen einen neuen Trainer, um vorne anzugreifen, um vorne mitzuspielen, um gegebenenfalls den Aufstieg realisieren zu können. Wir müssen gucken bis zum 20. Spieltag, wo wir stehen. So, und bis dahin geben wir alles, um vorne mitzuspielen. So Aussagen, das wäre doch schon mal was. Warum wäre das schon mal was? Damit auch die Spieler das in den Köpfen haben, damit jeder das in den Köpfen hat. Jeder weiß, jede Partie, die wir nicht gewinnen, ist eine verlorene Partie. Das sind Partien, die uns nicht gut tun und die uns nicht weiterbringen. Und damit wir klar und fokussiert bleiben, das ist das Ziel. Hat ja auch Lücke danach gesagt gehabt. Die braucht, also er kann ja, also er hat gesagt, er kann nur für sich sprechen, aber er selber braucht ja auch diesen Druck, einfach dieses, okay, du willst ja auch irgendwo hin oder du willst ja auch irgendwas erreichen. So. Und wenn du als Spieler was erreichen willst, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass in der zweiten Liga der 5. Platz, der 10. Platz, der 16. Platz, okay, 16. Platz, 15. Platz, irgendwie heißt, es ist, wir haben was erreicht, weil wir durch die zweite Liga gekommen sind. Nein! Erreichen tust du was, wenn du die ersten drei Plätze belegst in der zweiten Liga. Dann sprech's doch aus. An alle, sprech's doch aus. So, das ist doch das, was wir wollen, oder nicht? Du willst oben mitspielen. Ja, über lange Zeit, über im Laufe der Saison, willst du auch auf die ersten drei Plätze gucken. So. Hand aufs Herz, wer hat noch nicht auf die ersten drei Plätze geguckt in dieser Saison? Habt ihr nicht? Habt ihr einfach gesagt nach der Niederlage, ja, ist okay, wir müssen erstmal wieder aufbauen? Oder auch nach dem Sieg? Habt ihr gedacht, okay, gut, stehen jetzt vielleicht auf dem 5., aber ist erstmal wieder aufbauen, beruhigt euch? Nie im Leben! Nie im Leben! So. Und das ist das, was ich auch in diesem Video hier sagen will oder bezwecken will. Egal, wer dieser neue Trainer ist, ob es Mr. X ist, Ole Werner oder sonst wer, es muss die Vorgabe vom Verein jetzt kommen, dass wir oben angreifen wollen. Scheißegal, was vorher war. Scheißegal, wo wir jetzt stehen. Ab jetzt Tabelle gerade ausblenden, Dreier holen. Wir wollen nur noch drei Punkte holen. So, es sind noch drei Spiele zur Winterpause.
Das heißt, 9 Punkte, die wir uns holen müssen, die wir uns erarbeiten müssen, erkämpfen müssen, Vollgas geben müssen. Die Fans geben Vollgas. Alle geben da Vollgas drumherum. So, ich hab's ja auch live gesehen. Ich war ja im Stadion. So, gegen Schalke. Super geil. Die Fans geben Vollgas. So, ihr habt alles, was ihr dafür braucht. So, aber es muss jetzt auch auf dem Platz sichtbar sein. Und wenn jetzt mir noch jemand kommt mit, Wiederaufbau, bla bla bla, dann fass dich ans Herz und sag, so ein Wiederaufbau gilt auch, Fortschritte zu zeigen. Wo sind die Fortschritte in der Saison gewesen? Wo? Wo ist eine Entwicklung gewesen? Wo ist ein Spielplan gewesen? Das alles muss dieser neue Trainer jetzt übernehmen. Das einzige Gute ist, dass er 3 Spiele hat und danach in diese scheiß Trainingslager fahren kann, um mit der Mannschaft einen ordentlichen Plan für die Rückrunde zu spielen. So, um sein Spielsystem zu vermitteln. Aber diese 3 Spiele dürfen trotzdem nicht verschenkt werden. Das sind 3 Spiele, in denen wir punkten müssen. Und so sieht's aus. Bin gespannt, was ihr sagt.